Herzlich willkommen am zweiten Tag der MRM-CD. Ich bin Nana und das ist Benjamin. Hi. Und wir wollen euch heute ein bisschen was über kreative Computer und kreative, mehr oder weniger intelligente Systeme erzählen. Ja, dem ist erstmal gar nichts hinzuzufügen, denn ich glaube, ihr solltet euch erstmal was angucken. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es ein bisschen was zu lachen gibt und fragen dann am besten am Ende, würde ich sagen. Zunächst einmal, warum reden wir überhaupt über künstliche Intelligenz, über Machine Learning, über intelligente Systeme und wie sie nicht noch alle heißen? Weil sie Teil unseres Alltags sind und weil wir sie jederzeit erleben und weil sie inzwischen auch eigentlich ziemlich coole Sachen machen können. Zum Beispiel, das sollte nicht passieren. Vielleicht nehmen wir nicht den Präsenter. Zum Beispiel haben sich Leute bei Google überlegt, bei DeepMind überlegt, dass es doch eigentlich sehr cool wäre, wenn wir verschiedenen Figuren mal Laufen beibringen. Und sie haben dafür einen sehr einfachen Ansatz gewählt. Sie haben diese Figuren zusammengebaut aus verschiedenen Freiheitsgraden, aus verschiedenen Elementen, verschiedenen Gelenken und haben sie einfach mal auf irgendwelche Pisten losgelassen und ihnen gesagt, hey, je weiter vorwärts du kommst, desto besser. Und was dabei rausgekommen ist, schauen wir uns jetzt hoffentlich an. Nein. Jetzt schauen wir es uns an. Mit drei verschiedenen Specimen. Das erste ist der Vierbeinige, dann gibt es den Zweibeinigen ohne Oberkörper und es gibt den Humanoiden. Und nur mit der Prämisse, dass Vorwärtskommen was Gutes ist, haben die schon verdammt viel gelernt. Haben sie gelernt zu laufen, zu springen, sich zu ducken, Hindernissen auszuweichen, auch im fünften Ansatz erst über irgendein Hindernis drüber zu kommen, Hindernisse verschiedener Höhe zu bewältigen und erscheinen dabei verdammt menschlich, was durchaus nicht unbedingt selbstverständlich ist im Machine Learning. Wobei ich mir da tierisch wehtun würde, wenn ich mein Knie so auf irgendwas drauf rumfüsselle. Natürlich haben die verschiedene Sensorik, natürlich können die Umgebung wahrnehmen, sonst wäre das auch nicht so viel mit Lernen. In dem Fall haben sie eine Art von Sehvermögen, also von Abstand und Form, Abschätzung in einem gewissen Bereich vor ihnen. Der Vierbeinige hat besonders gut springen gelernt, auch mit einer Form, die uns in dem Fall nicht an Menschen, aber doch an durchaus bekannte Tiere erinnert. Klappt allerdings nicht immer. Und auch da wieder natürlich Hindernissen ausweichen, was auch ein ganz interessantes Verhalten ist, weil das hier zum Beispiel dem Galopp sehr ähnlich ist, aber mit den falschen Beinen, also mit anders zusammengehörenden Extremitäten. Besonders faszinierend für viele wird aber der Humanoide. Also wer immer schon mal eine Spinne im Galopp sehen wollte. Spinnen haben mehr Beine. Das ist unser Humanoide, der besonders mit seinen oberen Extremitäten sehr spannende Sachen tut in diesen verschiedenen Videos. Außerordentlich euphorisch. Manchmal mehr, manchmal weniger intelligent. Nein. Und hopp. Nö. Nee. Manchmal erinnert die Bewegungsablauf auch nicht so an das, was wir als Menschen uns als ideal vorstellen. Funktioniert dafür aber erstaunlich gut. Ich möchte, dass ihr das nachher alles mal ausprobiert, ob ihr damit vielleicht stabiler laufen könnt, so nach dem fünften Schunk. Hier ist ganz besonders interessant, dass sie ihn in keinster Weise darauf vorbereitet haben, dass sich der Untergrund bewegen wird. Oder dass, wie in dem Fall, auf den Oberkörper nochmal externe Kraft ausgeübt wird. Das heißt, das Modell ist natürlich trainiert in irgendeiner Form. Das ist nicht die erste Iteration, das sieht man. Aber wurde erstmal auf gerader Oberfläche trainiert. Überhaupt ist für später schon mal ganz gut zu wissen, wir bewegen uns hier im Bereich des Reinforcement Learning. Das heißt nicht datenbasiertes Lernen. Lernen, was dadurch passiert, dass man eine Reward-Function hat. Das heißt, irgendwas sagt man ihm ist gut und je mehr gut, desto besser. In dem Fall ist das Vorwärtskommen. Das kann auch später nochmal sehr anders aussehen. Gut. Nachdem wir uns angeschaut haben, warum Google das so toll macht und was Google alles kann mit seinen Specimen, was nämlich tatsächlich ganz schönes Aufsehen erregt hat, vor allem als diese wundervolle letzte Szene als erstes in die Nachrichten ging, in denen das Ding doch ganz schön schnell vorwärts kommt. 3, 2, 1. Schauen wir uns jetzt mal an, was denn passiert, wenn das nicht so funktioniert wie geplant. Also zum Beispiel so wie die Präsentation hier. So. Thema Bilderkennung.
Image Recognition, Visual Computing, Themen, die wahrscheinlich in jedem Informatikstudiengang der Welt vorkommen, natürlich auch hier gemacht werden. Unser Beispiel bezieht sich heute mal auf das Erkennen von Tieren. Das heißt, auch wieder Google an der Stelle hat eine KI trainiert, die auf Bildern erkennen soll, welches Tier sich da befindet, in welcher Menge, an welcher Position und welchem Kontext. Insbesondere haben sie versucht, dem Ding beizubringen, Schafe zu erkennen. KI dachte sich so, nö, mach ich nicht. Bitte als Hinweis, nicht die Schafe jetzt zählen und wach bleiben. Daraufhin dachte sich eine junge Dame, wir könnten ja mal das Internet fragen. Wir könnten ja mal das Internet fragen, in was für komischen Orten Schafe überhaupt vorkommen können. Man kann diese KI nämlich online ausprobieren. Und sie hat ein paar Bilder gefunden, die nicht wie geplant funktioniert haben. Die ersten sind noch relativ trivial. Wir sehen also einen grünen Hügel mit einem Menschen drauf. Ich weiß nicht, ob man den auf dem Beamer noch erkennen kann bei der Größe. Links. Und unsere KI sagt uns, a herd of sheep grazing on a lush green hillside. Tags grazing sheep, mountain cattle, horse. Ich sehe da ja keine Schafe. Rechts geht's weiter. A close-up of lush green field. Tags grass field, sheep standing rainbow and man. Ich sehe da ja auch keine Schafe. Was die KI natürlich gelernt hat, ist, da ist ziemlich viel Wiese. Wiese heißt also Sheep. Aber es geht noch weiter. Bei der Landschaft links sagt sie uns, a close-up of hillside next to a rocky hill. Tags, hillside grazing sheep, giraffe herd. Ich weiß ja nicht, wo die Giraffe herkommt. Rechts sehen wir das klassischere Beispiel. Was passiert jetzt, wenn wir Schafe ohne die grüne Wiese haben? A man is holding a dog in his hand. Gut, vier Beine hat's schon mal. Wenn wir jetzt Kühe in die ganze Gleichung schmeißen, kriegen wir a group of orange flowers in a field. Nicht ganz. Auch besonders schön rechts dann, wenn wir wieder mehr Richtung Schafe gehen, auch wenn es, glaube ich, Ziegen sind. A flock of birds flying in the air. Alternativ von Microsoft, a group of giraffes standing next to a tree. Aber wenn uns irgendwer zufälligerweise erklären kann, wie es wirklich zu diesem Bild gekommen ist, das würde mich ja ehrlich gesagt auch interessieren. Aber wir sind ja nicht nur hier, um uns Bilder anzugucken, sondern wir sind ja hier, um uns anzuschauen, wie Dinge lernen. Wir gehen also mal zurück zum Reinforcement Learning. Ein junger Student hat sich gedacht, ich kann nicht kochen, also so gar nicht. Also so, ich lasse Wasser anbrennen, wenn ich Nudeln machen will. Darum entwickle ich mir einen Bot, der Pfannkuchen wendet. Der die Pfanne für mich steuert und Pfannkuchen zubereitet. Und er dachte sich, bevor er in die Hardware investiert, simuliert er das erstmal. Hat nicht so gut geändert. Verrat doch nicht alles. Was nämlich passiert ist, ist, dass er versucht hat, mit der Pfanne diesen Pfannkuchen in die Luft zu schmeißen, um ihn zu wenden. Und hat dafür den Bot mit jedem Frame belohnt, in dem der Pfannkuchen nicht auf dem Boden lag. Eine Session ist dann beendet, wenn der Pfannkuchen irgendwann unweigerlich auf dem Boden landet. Und das Ziel dessen war natürlich, dass der Pfannkuchen möglichst lange auf der Pfanne bleibt. Weil so werden Sachen üblicherweise gebacken. Also zumindest mache ich das so. Der Bot nicht. Der Bot dachte sich, naja, wenn er auf dem Boden nicht sein soll, ist in der Luft doch ein ganz guter Ort. Und hat also mit Maximalkraft das Ding in die Luft geschleudert. Dann braucht es nämlich am längsten, um wieder runterzufallen. Blöderweise ist es aber weder in der Pfanne noch auf dem Teller gelandet. Vielleicht können wir uns das sogar angucken. Ich würde den Pfannkuchen ja nicht mehr essen. Aber vielleicht könnte man das jetzt wiederum mit den Simulationsansätzen verbinden, die Tischtennis spielen lernen. Haben wir hier im Fachbereich. Das machen die ganz gut, ja. Ist allerdings Reverse Reinforcement Learning. Gut. So, jetzt wo wir Videos haben, schauen wir weiter. Der halbe Gepard. Vielleicht habt ihr schon mal von OpenAI gehört. Das ist die Firma, die Elon Musk mitbegründet hat und die sich auch auf verschiedene KI-Systeme spezialisiert. Unter anderem machen die alles, was sie machen, Open Source, haben ein ganz cooles System entwickelt, mit dem man verschiedene Umgebungen einrichten kann, um KI-Probleme auszuprobieren. Und da gibt es den Half-Cheater. Und dieser Half-Cheater ist das Konzept davon, wir nehmen
eine Roboter-Simulation mit zwei Beinen, die sich nur auf einer zweidimensionalen vertikalen Ebene bewegt. Also er kann nicht zur Seite umfallen, er kann nur vorwärts oder rückwärts laufen und belohnen für jeden Meter, den er vorwärts kommt. Das sieht dann in etwa so aus. Kommt schon mal ziemlich weit vorwärts, wurde auch entsprechend gut belohnt. Jetzt sind diese Algorithmen ja nicht deterministisch und jetzt wissen diese Algorithmen eine Menge nicht, was wir wissen. Darum kommen sie manchmal auch auf andere Ideen. Sowas zum Beispiel. Ich habe es da oben schon gehört. Ist nicht falsch. Er kommt vorwärts. Nur weil wir eine fixe Vorstellung davon haben, dass die Beine nach unten gehören. Und ich sag mal, ich habe schon unelegantere Bewegungen gesehen. Also... Du meinst, wenn ich die Treppe hochfalle? Tja, lieber hoch als runter oder so ähnlich. Aber damit ist es noch nicht vorbei. Wir können natürlich unseren KIs auch beibringen, Spiele zu spielen. Unter anderem gibt es da ein Spiel, was im Prinzip ein Bootsrennen ist. Man steuert das Boot, man muss Dinge ausweichen, man muss andere Dinge rammen, man muss am Ende ins Ziel kommen und möglichst viele Punkte sammeln. Entsprechend gibt es Highscore und so Players und weltweite Vergleiche. Und irgendjemand dachte sich, kann mein Bot bestimmt auch lernen. Und es gibt für die gleichen Sachen Punkte, für die auch die Menschen Punkte kriegen. Hat der Bot auch gelernt. Hatte aber keine Lust offensichtlich. Vor allem hatte er keine Lust, ins Ziel zu kommen. Stattdessen hat er das gemacht. So weit, so gut. Ups. Die kleinen grünen Dinger, an denen gelegentlich Turbo steht, geben ihm Geschwindigkeit und verschwinden dann. Und dann kommen sie wieder. Und dann geben sie ihm wieder Geschwindigkeit. Und dann verschwinden sie wieder. Und ihr seht, wo das hinführt. Das macht er jetzt ewig im Kreis. Gibt ziemlich viele Punkte. War nicht ganz das intendierte Ziel von dem Spiel. Der Punktabzug für die Beschädigung an der Mauer ist übrigens geringer als der Bonus, den man für den Turbo bekommt. Relativ wichtig an der Stelle. Jo, wir haben schon gesehen, wir hatten unseren etwas geteilten Geparden, der laufen musste. Ganz typische Reward-Funktion ist eben einfach, man kriegt eine Belohnung für jeden Meter, den das Objekt weiterkommt. Und dann kann man sich jetzt überlegen, okay, ich entwickle irgendwie aus den Bauteilen, die ich habe, Gelenke und verbinde die und dann gebe ich denen Kraft und die sollen sich bewegen und so weiter. Und dann kann man stattdessen aber auch sagen, das geht doch vermutlich auch anders. Bums. Warum nicht einfach mal potenzielle Energie ausnutzen? Oder was auch immer das ist und wie das funktioniert. Hui. Also zumindest, wenn man diesen Computern glaubt, ist die humanoide Form nicht unbedingt die Krone der Schöpfung. Also wir sollten uns alle merken, wir entwickeln uns jetzt weiter zu 10 Meter hohen Wesen und dann fallen wir einfach direkt vom Bad in die Küche und können uns unser Frühstück nehmen. Ohne Bewegung weitere. Moment. Genau. Weitere Sache, bei der sich die Menschen echt Dinge überlegt haben, die ich nicht hundertprozentig nachvollziehen kann, weil würde ich nicht machen. Stabhochsprung. Ich nehme einen Stab, ich schaffe mir Energie, renne irgendwo hin. Da gibt es, wie wir sehen, sehr, sehr komplizierte Überlegungen, wie man das genau durchführen muss. Und dann hüpfe ich irgendwo rüber und habe damit einen hohen Punkt erreicht und bin dann irgendwo anders gelandet. Wenn man dem Computer jetzt sagt, versuch einen hohen Punkt zu erreichen, versuch danach woanders zu sein, kommt er potenziell auf andere Ideen. Er sagt sich, hey, ich fange einfach an dem hohen Punkt an und dann falle ich runter. Dann war ich irgendwo oben und am Ende bin ich woanders. Und das Lustige ist ja, dass das noch nicht mal das Erste ist, was er gemacht hat. Das hat er erst gemacht, nachdem er einfach nur versucht hat, groß zu sein und die Entwickler sich gedacht haben, ist hier Mist, wir ändern unsere Reward-Funktion. Ursprünglich war die Reward-Funktion die höchste Position des kleinsten Elements. Jetzt war dann die Reward-Funktion die höchste Position des früher unteren Elements. Also das, was am Anfang ganz unten war. Naja, dann macht man halt ein Salto. Genau.
Hebelgesetz, jetzt ist das Ding von unten oben und fertig aus. Generell ist auch Reward-Funktion weit ist irgendwie nicht so gut. Reward-Funktion hoch ist vermutlich irgendwie auch nicht so gut. Bekannter von uns hat versucht, für Kerbal Space Programm eine automatische Steuerung sich zu bauen und gesagt, okay, je höher das ganze Ding fliegt, desto mehr Punkte gibt es. Irgendwann kam der Computer auf die Idee, ich sprenge die Rakete auf der Abschussrampe, dann fliegen Teile nach oben und manche davon kommen vermutlich ziemlich weit. An der Stelle hat er dann abgebrochen. Der Kerbal hat es nicht überlebt. Noch eine der Environments von OpenAI ist die Reacher Environment. Und da haben wir so ein klassisches Doppelpendel, was auf einer zweidimensionalen Oberfläche angebracht ist, an einem Punkt fixiert. Und irgendwo auf der Fläche, die das Pendel erreichen kann, ist ein Punkt. Und an diesem Punkt muss das Ende vom Pendel, egal wie. Menschen sind gar nicht mal so gut in diesem Task, aber nach ein paar Versuchen bringen sie es meistens irgendwann grob auf die Reihe. Meistens mit viel Schwung. Klappt dann irgendwie. KI kann man das natürlich auch beibringen. Mit ein bisschen Glück sieht es dann so aus. Wir haben den grünen Punkt am Ende des Pendels, den roten Punkt, wo er hin soll. Aber natürlich wird das Ding nicht nur dafür belohnt, dass der Punkt am Ende da ist, wo er hin soll. Es gibt zwei Arten von Belohnungen bei Reinforcement Learning. Das eine ist die direkte Belohnung. Das heißt, in dem Moment, wo er irgendwas tut, kriegt er entweder positive Rückmeldung oder negative Rückmeldung. Das ist das, was in diesem Fall passiert. Also je kleiner die Distanz wird, desto besser. Die andere Möglichkeit wäre gewesen, ihm wirklich nur eine Belohnung zu geben, wenn er am Ende da ist, wo er hin soll. Das wäre die indirekte oder spätere verzögerte Belohnung. Haben sie hier nicht gemacht. Vielleicht hätten sie das mal besser getan. Dann wäre nämlich das hier nicht passiert. Hui. Naja, wenn man ziemlich schnell unterwegs ist, einfach maximal beschleunigt, kommt man schon irgendwann näher ran. Und dann wieder weiter weg. Und wieder näher ran. Und wieder weiter weg. Ihr seht, wo das hinführt. Also auch das ganz typische Effekt, dass die Computer ausnutzen, dass sie einfach mehrfach Punkte kriegen können für irgendwelche Sachen und dann, wir hatten es vorhin bei dem Bootsrennen, der halt sagt, ich fahre halt einfach immer im Kreis, wir haben es jetzt hier. Wenn man ihn sozusagen nicht jeden Versuch was kosten lässt oder so, dann gibt es auch wieder Probleme. Auf der anderen Seite, wenn wir ihn jetzt nicht dafür belohnt hätten, dass er in die Nähe kommt, hätte er vielleicht gar nicht entdeckt, wie er überhaupt in die richtige Richtung gehen muss. Also es ist alles zweischneidig. Darum gibt es beim Reinforcement Learning einen gewissen Trade-off, den man immer eingehen muss. Und das ist die Differenz zwischen Exploration und Exploitation. Wenn ich irgendwas gefunden habe, was nicht schlecht ist, nutze ich das weiter? Verbessere ich das weiter? Oder komme ich auf die Idee, dass ich wahrscheinlich in irgendeinem lokalen Maximum bin, wenn es denn überhaupt so genannt werden kann? Vielleicht ist es auch einfach nur Müll. Und explore erstmal weiter meine Umgebung. Und dieser Trade-off kann sehr, sehr schnell schiefgehen. Ist auch ein soweit ungelöstes Problem im Bereich des Reinforcement Learning. Und aus dem entstehen viele dieser faulty Reward Functions. In diesem speziellen Fall hat man wieder versucht, zwei Bots beizubringen, Lasertag zu spielen. Ist ein bisschen simpler gestaltet, als wenn wir Lasertag spielen gehen. Also wir sind 2D unterwegs, wir haben nur zwei Parteien, wir haben nur zwei Hindernisse. Und je mehr man den anderen trifft, desto besser. Kann man relativ gut lernen, haben sie bewiesen. Ist das hier dabei rausgekommen? Man sieht also schon eine gewisse Tendenz, dass die tatsächlich sich grob in Richtung der anderen Partei bewegen und dann auch in die Richtung schießen und sich dann relativ oft auch treffen. Was sie jetzt gemacht haben, ist nicht das Ganze einfach nochmal zu machen oder das Ganze einfach länger laufen zu lassen oder irgendwie noch ein Hindernis reinzumachen, sondern sie haben einfach mal die rote Instanz genommen und gelöscht und aus einer anderen Evolutionsstufe die blaue Instanz genommen, rot gefärbt und die zwei zusammengesetzt. Dabei rausgekommen ist das hier. Eher nicht so spannend. Wir nehmen Wetten an, passiert noch was? Oh, jetzt schießen sie immerhin. Nur nicht aufeinander. Und auch hier ist das Problem natürlich, irgendwas hat die KI gelernt, was sie nicht hätte lernen sollen. In dem Fall ist sie überspezialisiert. Sie hat sich daran gewöhnt, auf welcher Seite sie ist, auf welcher Seite sie anfängt, in welche Richtung der Gegner normalerweise ist. Und sobald diese Annahme nicht mehr stimmt und der Gegner sich auch nicht mehr so verhält, als wäre er einigermaßen clever, völlig überfordert. An der Stelle jetzt gleich mal der lehrreiche Moment. Bitte, falls ihr irgendwas
mit Machine Learning, künstlicher Intelligenz und so weiter macht, denkt dran, eure Ergebnisse irgendwie zu validieren, weil man viel zu oft im Endeffekt merkt, dass das System auf falscher Annahme etwas gelernt hat und eben nur in dem Setup funktioniert. Wir haben das ja in diversen Fällen jetzt gesehen. Hier oder mit den, klar, wenn es hauptsächlich grün ist, mit ein paar Punkten drin sind es Schafe und so weiter. Das passiert also regelmäßig und da geistert ja auch alle paar Monate mindestens mal wieder irgendwas durch die Nachrichten, dass irgendein tolles System sich als doch nicht so klug ausgestellt hat. Besonderes Stichwort in diesem Fall, Overfitting. Schlecht und einfach. Ein letztes Beispiel aus dem Bereich Reinforcement Learning. Spiel mit Lego. Wer macht das nicht gerne? Computer können das auch. Zumindest haben wir versucht, es ihnen beizubringen. Wir sprechen jetzt nicht von Minecraft. Korrekt. Sondern stattdessen haben wir versucht, im Greifarm beizubringen, mit zwei Lego-Steinen irgendwas zu tun, was man gerade haben möchte. Sie aufeinander zu stapeln, sie anzuheben, sie zu bewegen, etc. Und was dieses Beispiel ganz besonders schön zeigt, ist, dass nur wenn man einen Fehler gefunden hat in seinem System, heißt das nicht, dass es nicht noch fünf andere gibt. Schauen wir es uns an. Was er tun soll, ist das Ding aufheben. Die Belohnung, wenn er es geschafft hat, ist 1. Funktioniert relativ gut. Jetzt soll er die zwei aufeinander stapeln, die zwei Lego-Steine. Auch dann, die Belohnung bekommt er erst, wenn das geschehen ist. Klappt. Jetzt ändern wir die Reward-Function. Jetzt wurde er dafür belohnt, wie hoch die Unterseite des Lego-Steins ist. Geht einfacher als anheben. Alternativ belohnen wir, ob sich der Stein über dem anderen befindet, wenn wir sie stapeln wollen. Naja, hat er erfüllt. Kann man nichts gegen sagen. Hält trotzdem nicht. Oder alternativ, man bezieht gewisse Dinge einfach nicht in seine Evaluation mit ein. Wenn wir also gelernt haben, anheben ist gut und jetzt stapel sie noch, aber er hat beim Anheben schon irgendwas gelernt, wie es danach nicht mehr loslassen kann oder nicht aufeinander stapeln kann, dann verrennt man sich. Obwohl der Task normalerweise gut funktionieren könnte. Bis dann was schief geht. Aber er hat sich gerettet. Insgesamt kann man, denke ich, davon ausgehen, dass bei allen Ansätzen, wenn irgendwie so ein tolles System jetzt durch die Nachrichten geistert, zwischendurch sehr viel davon passiert ist. Und wir hoffen dann immer, dass die Leute auch so nett sind, auch davon ihre Videos, Simulationen und solche online zu stellen. Meta-Zeit. Ja, steht schon drauf, wenn der Computer den Computer hackt. Als erstes machen wir mal kurzes Quiz. Wer kann mir sagen, um was es hier geht? Ich wusste es auch nicht. Ich hätte es vorher auch nicht gewusst, das ist gut. Muss sich also niemand schämen? Tic-Tac-Toe. Ein Raunen geht durchs Publikum. Ja, das Grundprinzip ist sicherlich bekannt. In dem Fall gab es schlicht und einfach an der Universität in Austin, Texas, die Aufgabe, schreibt Programme, am besten mit irgendwelchen Suchalgorithmen oder was weiß ich, die gut gegeneinander Tic-Tac-Toe spielen und vielleicht gewinnen können. Dabei jetzt auch nicht das 3x3 Feld, weil das ist irgendwie ein bisschen arg trivial und langweilig, sondern es gibt ein unendlich großes Spielfeld. Womit die Lookup-Tables dann auch gestrichen werden. Genau, man kann also nicht mehr einfach die besten Lösungen raussuchen, wie es dir für 3x3 gäbe. Gut. Die meisten Gruppen haben dann irgendwelche relativ damals State-of-the-Art Suchalgorithmen oder sowas gebaut. Eine Gruppe hat sich für einen Neuroevolution-basierten KI-Ansatz entschieden. Und dieses System kam auf die Idee, ich nehme mal ziemlich extreme Koordinaten. Da die Koordinaten in dem Fall irgendwie über eine exponentielle Funktion definiert wurden, war das auch möglich, sehr, sehr hohe Zahlen zu nehmen. Und schickt die meinem Gegner. Integer Overflow ist schon mal nicht das Problem. Genau. Aber was passiert jetzt? Sehen wir gleich. Auf jeden Fall stellt sich dann raus, juppie, wir gewinnen ja ständig. Warum? Nun, der Computer hat entdeckt oder gelernt,
Wenn ich sehr große Zahlen stelle, dauert es sehr lange, bis der Gegner antwortet. Meistens so lange, bis der Timeout eingesprungen ist und der Offizier automatisch verliert. Dann schicke ich ihm eben Werte, die bei ihm den Speicher volllaufen lassen oder überlaufen lassen. Und dann stürzt der Gegner ab und ich habe automatisch gewonnen. Absolut kreative Lösung, würde ich sagen. Und sehr, sehr effektiv. Ungewöhnlich weiche Roboter. Was darf man sich darunter vorstellen? Die meisten Roboter, die wir uns vorstellen, wenn es ums Thema Robotik geht, bei uns gibt es ja auch diverse hier an der Uni, bestehen aus Metall, Plastik in Zeiten von 3D-Druck, manchmal auch noch Holz, insgesamt doch relativ festen Materialien. Es gab jetzt ein Team, das sich in einem Paper überlegt hat, muss das eigentlich so sein? Wir Menschen und Tiere und andere lebende Organismen funktionieren ja auch mit deutlich weicherem Material. Ja, wir haben auch stabile Sachen, Knochen zum Beispiel, aber wir haben auch sehr viel weicheres, elastischeres, verformbareres Material. Können wir daraus Roboter bauen? Und wie können wir daraus Roboter bauen? Die Grundannahme hier ist ganz lustig. Kennt ihr Rubik's Cubes? Diese hübschen, farbigen Würfel, die man so gegeneinander drehen kann. Eine ähnliche Form haben die als Grundlage genommen. Sie haben also viele Würfel würfelförmig aneinander getackert. Aus verschiedenen Materialien. Und haben mal geschaut, was die so lernen, sich vorwärts zu bewegen. Es ist auch ein evolutionärer Algorithmus, es ist auch eine verschiedene Entwicklungsstufen, die wir an der Stelle haben. Aus vier verschiedenen Materialien. Wir haben die Muskeln, die sich erst zusammenziehen, dann ausdehnen. Wir haben Soft Tissue, wir haben Muskeln, die sich erst ausdehnen, dann zusammenziehen. Und wir haben hartes Material, was im Prinzip die Knochen simuliert. Und das Schöne ist natürlich, je schneller du bist, desto besser. Also erlauben wir dir, dass du mehr von deinen Eigenschaften an die nächste Generation weitergeben darfst. Ja, das war ungefähr genauso creepy wie die Roboter in dem Video. Interessante Ansätze, muss man schon sagen. Das war ganz faszinierend, was schon fast wieder in eine Richtung von Beinen geht. Das ist da nicht so. Da fällt mir kein Geräusch mehr ein. Okay, aber natürlich hat der Computer sich das nicht einfach so gefallen lassen und hat auch Sachen gemacht, die jetzt vielleicht nicht so ideal sind. Insbesondere hatte dieses ganze Setup einen relativ wichtigen Bug. Und zwar war es möglich, sich durch besonders schnelle Bewegungen in eine bestimmte Richtung ein Stück in den Fußboden hinein zu bewegen, was natürlich eigentlich nicht hätte passieren sollen. Ich meine, ich kann jetzt auch nicht irgendwie in dem Parkett verschwinden. War aber möglich. Und was dann passiert ist, dass das Setup festgestellt hat, irgendwas stimmt nicht. Negative Positionskoordinaten. Schlecht. Wir drücken mal mit etwas Kraft dagegen, dann bewegen wir das wieder aus den negativen Koordinaten raus. Hat der Computer gefunden. Der findet so manche Bugs, die wir nicht gefunden haben. Und was dann einfach passiert ist, ist, die Prototypen haben halt vibriert gegen den Boden, bis sie irgendwann drin gelandet sind. Dann hat er sie rausgeschleudert, dadurch haben sie Energie gewonnen, sind wieder gegen den Boden, sind wieder rein, sind wieder rausgeschleudert worden und haben sich ganz schön schnell nach oben bewegt. In diesem lokalen Maximum war das Ding dann eine Weile gefangen. Ich bin zu jung dafür, aber ein paar im Raum haben dieses Spiel vielleicht nochmal original auf dem Atari gespielt. Das soll ich dann erst sagen. Naja. Grundgedanke, oder das Spiel wird seit einigen Jahren als Benchmark benutzt, um eben zu gucken, wie gut können Computerspiele spielen. Und sowohl der bisherige Highscore von Menschen als auch von Computern war so ungefähr bei 24.000 Punkten. Jo, und dann hat man diese KI drauf auf das Ganze hier losgelassen und die hat sich Folgendes überlegt. Ich renne da rum und dann lasse ich mich gleich auf meinen Gegner fallen. So, und dadurch eliminiere ich ihn und der Sturz nach unten ist so lang, dass das Spiel sich in der Zwischenzeit resettet, deswegen verliere ich trotzdem kein Leben, obwohl ich eigentlich gestorben bin, und das Level geht nicht weiter. Und auf diese Weise kann ich das Spiel sehr, sehr oft spielen. Bei 100.000 Durchläufen vom ersten Level ist dann eine Blockade in dem Spiel da, die verhindert, dass das irgendwie weitergeht, aus Implementierungsgründen.
Und damit kommt man dann auf ungefähr 1 Million mehr Punkte als der bisherige State of the Art. Herzlichen Glückwunsch. Das passiert, wenn man Fehler zwar findet, aber nicht richtig beseitigt. Weil wenn ich feststelle, die Spielfigur ist nicht mehr am Spielfeld, ja, dann sollte ich irgendwas tun. Vielleicht ist die Lösung nicht, die Spielfigur einfach wieder aufs Spielfeld zu stellen. Nur so eine Hypothese. Jo. Jetzt haben wir gesehen, die Computer finden sehr viele kreative Lösungen für Dinge. Müssen wir jetzt Angst haben? Naja, ich würde sagen, erstmal noch nicht. Sie haben noch gewisse Schwachstellen. So ein kleiner Fehler in der Abstandsberechnung. Prost. Kann relativ wichtige Konsequenzen haben. Und generell, jetzt hatten wir bisher Simulationen im Computer, funktioniert das mit dem Laufen ja ganz gut, aber da waren die irgendwie noch ein bisschen weich und ein bisschen flexibel und was weiß ich. In echt sind Roboter ja vor allem relativ schwer und naja, können noch vielleicht nicht ganz so gut auf Dinge reagieren. Wups, guten Tag. Nee. Also das mit dem Verbeugen habe ich anders gelernt. Noch ein Stück, noch. Oh. Wo waren wir noch gleich stehen geblieben vor dem Video? So, jetzt aber. Och nö, das kannst du besser. Ich hoffe, du kannst das besser. Guck, ja, hier. Jetzt drehen wir diesen Hahn da auf. Genau, festgreifen, dann umdrehen, voll gegenlehnen und... Türen insgesamt scheinen eine relativ große Hürde darzustellen, selbst wenn man noch nicht mal angefangen hat, zu versuchen, sie zu öffnen. Also für die Roboter-Apokalypse besorgt euch Türen. Am besten mit Drehknäufen. Oder setzt euch in ein Auto. Auf der anderen Seite, und das ist, denke ich, auch sehr spannend, gerade für viele Dinge, wo wir bisher Roboter schon einsetzen, um zum Beispiel Dinge zu produzieren, die vorher so nicht möglich wären. Es ist häufig schwierig, irgendwie dem Computer beizubringen, einen sehr feinen, also manuell einen sehr feinen Bewegungsablauf einzuprogrammieren, um zum Beispiel irgendwelche Dinge zu fertigen, die man selbst, die man als Mensch nicht hinkriegt und mit Industrierobotern bisher auch nicht. Machine Learning bietet dort viele Möglichkeiten, die wir bisher so nicht gesehen haben. Denn diese Kreativität ist ja nicht nur dafür geeignet, dass wir hier was zu lachen haben, sondern die kann uns auch ziemlich helfen, Probleme zu lösen, bei denen man erstmal denkt, geht nicht. Nämlich immer dann, wenn dem Computer eine Aufgabe gestellt wird, von dem die Leute vom Forschungsteam denken, das kann der gar nicht hinkriegen und siehe da, dann klappt es doch. Ganz besonders mies ist natürlich eigentlich, wenn man dem Computer plötzlich was verbietet, was die ganze Zeit möglich war. In dem Fall die eigentliche Greifbewegung des, naja, Greifarms. Der Computer dachte sich so, mir doch egal. Zack. Ich wäre nicht drauf gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und das hätte ich einfach nicht hingekriegt. Das mit der Maximalbeschleunigung hat schon auch manchmal Vorteile. Also wir sehen, wir haben da noch einige interessante Dinge zu erwarten. Sicherlich noch hoffentlich einiges, worüber man schmunzeln oder lachen kann. Aber auch eine Veränderung an vielen Stellen. Und Moment, das wollen wir nicht nochmal gucken. So viel erstmal zu unserem humoristischen Ansatz von Machine Learning und was dabei schieflaufen kann. Ich hoffe, es hat euch zumindest ein bisschen Spaß gemacht. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen dazu haben, immer her damit. Vielen Dank für den Vortrag erstmal. Eine Frage zum Reinforcement Learning. Wir hatten ja dann relativ eng begrenzten Regelsatz, auf den man etwas trainiert. Jetzt ist ein
ein Ziel eher sowas oder ein Wesen eher was wie ein Schwarm. Und beim Schwarm, Schwarmsteuerung sagt man, der steuert sich über viele sehr einfache Regeln. Hier werden jetzt sehr komplexe Regeln an einem System versucht, als Lösung gefunden zu werden. Wäre so ein Schwarmansatz, um zu gucken, wie was an den Komponenten zusammenarbeitet, vielleicht erfolgsversprechend, um gemeinsam sowas zu lösen und möglichst kleine Regeln zu finden, die das Ziel weiterbringen? Also Schwarmsachen sind im Reinforcement Learning doch ein richtig großes Ding, gerade wenn wir von Hardware-Ansätzen sprechen und nicht nur von simulierten Ansätzen. Und da ist natürlich genau das Konzept, gerade meine kleinen Bestandteile können oftmals nur sehr einfache Dinge lernen. Auch da hat man aber relativ früh feststellen müssen, dass das in der Theorie sehr viel plausibler klingt als in der Praxis. Vor allem dieses ganze Thema lokale Maxima sind da eine ganz große Sache, weil als Schwarm aus dem lokalen Maximum rauszukommen, ist nochmal eine ganze Ecke komplizierter, weil ich ja den gesamten Kommunikations-Overhead habe. Das habe ich auch in der Simulation schon. Natürlich haben wir uns aber jetzt nur einen sehr kleinen Bereich von ähnlichen Sachen ausgesucht. Diese klassischen Greifarmsituationen etc. sind ja humanoid modelliert. Wir beziehen uns auf das, was wir kennen, was wir auch haben selbst. Es gibt diese Ansätze auch mit Schwarmfunktionen. Ob jetzt bei den speziellen Problemen das sinnvoll gewesen wäre, muss ich sagen, kann ich auch nicht sagen. Dafür bin ich nicht tief genug im Reinforcement Learning drin. Ich fände es aber einen interessanten Ansatz, ob man tatsächlich Komponenten, die in dem Sinne verbunden sind und gewisse Unabhängigkeiten, die man bei Schwarmansätzen normalerweise hat, nicht haben, das trotzdem darauf anwenden kann. Gibt bestimmt irgendjemanden, der sich mit beschäftigt. Ich bin es nicht. Da vielleicht noch allgemein noch mal zu als Grundmessage, neben dem, man kann darüber aber lachen, der Haupteffekt ist, wir denken uns, überlegen uns, könnte so und so das nicht funktionieren, könnte mit diesen Zusammenhängen, diesen Regeln, was weiß ich, nicht irgendwie gut hinkommen. So wurden die ersten KI-Systeme, die man heutzutage nur noch irgendwie vermutlich meistens belächelt, gebaut. Und heutzutage kommt man meistens drauf, dass diese tiefen Systeme und so weiter irgendwie Lösungen finden, die vielfach besser sind als das, was der Mensch sich überlegt hat mit seinem Vorwissen, seiner Logik, was weiß ich, wie er einbaut. Und manchmal weiß man eben nicht mal genau, warum. Da hattet ihr ja gestern euren Vortrag, den kann man sich ja dann im Video angucken, wo das dann auch hinführen kann, dass das wirklich gefährlich wird, dass wir eben uns auf Systeme verlassen, die irgendwie was gelernt haben, wir wissen aber nicht mehr was und warum, sondern wir lassen die trotzdem Entscheidungen fällen. Das ist sicherlich aus moralischer Sicht wichtig, dass man deswegen überprüft, was der Computer macht. Und umgekehrt wiederum aus Sicht des Forschers muss ich halt auch sagen, dass ich dann irgendwie mal probieren, dass ich vielleicht lieber hingehe und Sachen probiere, von denen ich mir denke, das kann ja gar nicht funktionieren oder vielleicht doch. Weil man doch immer wieder überrascht wird. Deswegen Ideen sozusagen, ja, das passt vom, wie wir menschliches, tierisches Verhalten kennen. Wir versuchen das zu übertragen. Auf jeden Fall ein Versuch wert, weil ohne alles anzufangen, haben wir auch gesehen, bei vielen Reinforcement, wenn er zum Beispiel keine Ahnung hat, in welche Richtung es gehen soll und kriegt keinen Reward zwischendurch, dann kommt vermutlich auch erstmal lange Zeit nicht viel bei rum. Aber man muss sich eben teilweise auch von den klassischen Ansätzen, was man so erwartet hat, verabschieden und auch eben Dinge ausprobieren, wo man denkt, so, das soll funktionieren, naja gut, mal gucken. Weil unabhängig davon, ob sie intelligent ist, kann die KI auf jeden Fall kreativ sein. Gibt es weitere Fragen? Ja, wie viele Iterationen oder wie oft muss man das denn laufen lassen, damit die KI wirklich kreativ wird und wie viel Rechenleistung braucht man dafür tatsächlich? Die Antwort ist ein klassisches, das kommt drauf an. Zum Beispiel eben auf die Freiheitsgrade, was ich erreichen will. Also wir haben es vorhin erwähnt, dass wir hier an der Uni ja Roboter haben, die alles Mögliche können. Zum Beispiel können die Tischtennis spielen in einem bestimmten Grad oder diesen Ball, der an der Schnur ist und in so einen Becher rein befördert werden muss, indem man die Hand so eine Drehbewegung macht. Da reichen im Prinzip ein paar hundert Versuche aus und dann kann der das. Das sind nicht so viele Freiheitsgrade. Der Arm hat irgendwie ja nur eine so eine Drehbewegung. Da kann er ein bisschen dran rumvariieren. Das probiert man ein bisschen und das ist ja auch noch vergleichsweise einfach, sonst würden das auch die meisten Menschen nicht hinkriegen. Und so, das ist ja auch, man übt das eine Runde. Also ich bin, motorisch vielleicht eher Unterdurchschnitt, aber viele Leute können das ja in relativ kurzer Zeit dann doch hinkriegen.
Und so geht das für den Computer auch. Bis jetzt so ein Wesen mit weiß nicht wie vielen Gelenken und Stellen, wo Kraft einwirken kann, laufen kann auf beliebigen Untergrund, braucht man eine durchaus hohe, hohe Anzahl. Also da sprechen wir nicht mehr von Hunderten oder vermutlich auch nicht von Tausenden. Da fängt er immer wieder an, Ansätze zu führen, probiert dann x Parameter rum und dann kommt am Ende irgendwas raus, was halt gut trainiert ist. Genaue Zahlen, weiß ich nicht, hast du was? Ja, also vielleicht zwei Beispiele hier aus dem Fachgebiet intelligente autonome Systeme, die jetzt auch schon 5 oder mehr Jahre her sind. Das eine ist einfach ein Doppelpendel, was an der Schiene hängt, also nur in zweidimensionale Bewegung, eine eindimensionale Bewegung ab kann und was halt gerade stehen soll. Der hat 15 Sekunden gelernt in Realzeit, also durfte sich immer 2,5 Sekunden bewegen, hat dann gerechnet, wieder 2,5 Sekunden bewegen, 15 Sekunden gebraucht, bis das Ding zuverlässig steht, umgestoßen werden kann, sich sofort wieder aufstellt. Das war relativ harmlos. Der Bereich Gegenstand aufheben, drehen, wieder in eine bestimmte Position legen, da reden wir von mehreren 100.000 bis Millionen versuchen. Und dann bei der Rechenleistung kommt es natürlich sehr stark darauf an, simulieren wir gerade, welchen Detailgrad simulieren wir gerade oder haben wir gerade echte Hardware. Im Bereich, wir simulieren Menschen mit allen Freiheitsgraden, humanoiden Formen, Supercomputer. Im Bereich, wir haben diese Rechts-Links-Bewegung oder eine Unity-Simulation, wie das vorhin mit dem Pfannkuchen der Fall war, reicht auch ein guter Laptop. Und natürlich, wenn wir aufhören zu simulieren und das Ganze in Hardware machen wollen, kommen da halt noch so viele Probleme dazu, dass es dann halt wahnsinnig viel länger sieht. Wir haben es ja gesehen mit den Robotern, also selbst wenn es in der Theorie können sie laufen, in der Praxis plumps. Das ist auch mit viel Geld und viel Zeit und viel Rechenleistung und so weiter durchaus aufwendig in den Griff zu kriegen. Dann wäre ja aber auch Kreativität in dem Kontext eher der Brute Force Ansatz. Gibt es Kreativität als ich vermeide die Masse, um mit entsprechenden Parametern wirklich kreativ zu arbeiten? Ich würde hier nicht von Brute Force Ansätzen sprechen bei vielen, weil Brute Force heißt an der Stelle ja wirklich, dass ich alles ausprobiere. Und wenn wir bei so komplexen Fragen alles ausprobieren, sind wir, glaube ich, nicht so erfolgreich unterwegs. Das sind schon alles irgendeine Form von gesteuerte Ansätze, sonst hätten wir auch dieses lokale Maximum-Problem nicht. Das Problem kriegen wir ja nur durch diesen Trade-off zwischen Exploration und Exploitation. Exploration, also 100% Exploration wäre quasi Brute Force. Einfach alles zufällig ausprobieren. Und Exploitation sagt lieber, ich übernehme schon was mir gut gefallen hat. So funktionieren ja auch die evolutionären Algorithmen. Also ich übernehme immer meine nächste Generation Sachen, die gut funktioniert haben und zufällige neue Sachen. Meistens ist also der Ansatz, wir fangen mit mehreren zufälligen Konfigurationen an, probieren aus und versuchen ein bisschen in die Richtung zu gehen, die gut war. Also da haben wir heuristische, statistische, zufällige Ansätze, nicht unbedingt Brute Force. Was Kreativität ist, ist natürlich, und das passt, wie Benjamin schon dazu erwähnt hat, zu dem Vortrag, den ich mit Klaas gestern gehalten habe, eine Definitionsfrage, die ich als Informatikerin so per se nicht beantworten kann und will, sondern das ist ja dann eine sehr komplexe, ansatzweise philosophische Frage. Okay, genau. Ich sehe jetzt erstmal keine Fragen. Wir haben auch nur noch 4 Minuten. Dann nutzen wir die noch, um 30 Sekunden Werbung zu machen. Oder erstmal zu sagen, wenn euch noch irgendwas einfällt, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt oder darüber diskutieren wollt, wir sind noch den Rest der MRM-CD da, ansonsten könnt ihr uns auch erreichen. Unten stehen nochmal Twitter-Handle, ihr findet ansonsten bestimmt Menschen hier, die uns kennen. Vielen Dank, dass ihr da wart und wie gesagt, nochmal 30 Sekunden in eigener Sache, weil wenn ihr euch jetzt gedacht habt, das kann ich besser, dann habe ich da einen Vorschlag mitgebracht. Wir haben dieses Wochenende einen Call for Participation eröffnet für eine Konferenz für informatiknahe Themen von Studierenden für Studierende. Und wenn ihr Lust habt, da was einzureichen, sagt Bescheid. Die CastRM findet im März 2019 statt. Der CFP hängt im Gebäude und auf den Flächen aus. Vielen Dank. Dankeschön.